Ich stehe morgens auf, schau verpennt in den Spiegel. Und was ich da vor mir seh, das ist echt richtig übel. Denn mein Kopf sieht aus, als wär auf ihm ne Bombe explodiert. Alle Haare kreuz und quer, richtig fürchterlich frisiert. So sieht das jeden Morgen aus, ein Problem, das ich kenne. Meine Haare machen Party auf dem Kopf, wenn ich penne. Ja, sie ringeln sich und kringeln sich und knoten sich fest. Und alle Vögel denken sich, es ist ihr neues Vogelnest. Wenn das so weitergeht, dann dreh ich noch durch, ich schwör. Kann mir bitte jemand helfen und ruft mir schnell nen Friseur. 1, 2, 3. Ich hab ne Krise mit meiner Fliese. Jeden Morgen Kringellocken, so als wären es Ringelsocken. Hab ne Krise mit meiner Fliese. Ich kenn meine Zottelhaare, doch brauch dafür ein paar Jahre. Ich sehe aus wie ein Yeti, kann so nicht zur Schule gehen. Denn das wär echt übel peinlich, wenn die anderen mich so sehen. Also dusch ich mich und kämm ich mich mit Samtpolitur. Noch ne Tonne Haarspray drauf, endlich sitzt die Frisur. Und so geh ich aus dem Haus, die Haare sind echt perfekt. Nur dass es heute regnet, hab ich völlig vercheckt. Die Haare fangen an zu matschen, Haarspray läuft mir ins Gesicht. Ein Windstoß wuschelt alles auf, boah, das gibt es jetzt doch nicht. Wenn das so weitergeht, dann dreh ich noch durch, ich schwör. Kann mir bitte jemand helfen und ruft mir schnell nen Friseur. 1, 2, 3. Ich hab ne Krise mit meiner Fliese. Jeden Morgen Kringellocken, so als wären es Ringelsocken. Hab ne Krise mit meiner Fliese. Ich kenn meine Zottelhaare, doch brauch dafür ein paar Jahre. Kurz vorm Verzweifeln, doch ich weiß jetzt, was ich tu. Ich mach mir einfach eine Glatze, dann hab ich endlich meine Ruhe. Ich hab ne Krise mit meiner Fliese. Jeden